Das sieht sehr wärmlich aus mit den ganzen Ärmchen. Also das kommt alles zum Erliegen, wird umgebaut. Das heißt, wir haben jetzt kurzfristig keine grünen Chips in dem Forschungstrakt. Dadurch auch keine roten Chips, dadurch keine Science Packs und so weiter. Aber hellblaue Science Packs müssten wir eigentlich einen kleinen Puffer haben. Ist okay. Ach, das brauchen wir ja auch alles nicht, ne? Ja, müssen wir gleich gucken. Das heißt, wir haben jetzt hier einen kleinen Ausfall, was die Forschung angeht, aber das sollte okay sein. Ich brauche jetzt... Brich die Roboter ab. Ich brauche jetzt einen davon. So, du stellst bitte her. Abtransport könnte auch noch interessant werden. Hm. Nö, gar nicht. Wir können einfach jetzt... Warte, wir brauchen wieder die Abzweigung da. Das da brauchen wir nicht mehr. Noch den Splitter hier. So. Noch den da, noch den da. Weil er ja keine Ressourcen mehr hin müssen. Die kommen ja alle per Rohr. So. Das heißt... Mach das auch mal weg. So sieht das Ganze dann aus. Und dann legen die einfach das Außen hin und dann ist gut. Das war jetzt nicht gut, ne? Nee, das war nicht gut. Ich habe gerade die komplette... Ja, das muss alles weg. Das Eisen ist jetzt auf das Feld gelangt, wo vorher nur die grünen Chips hin durften. Richtig. Und es war innen. Innen muss es sauber gemacht werden. So. Jetzt ist wieder okay. Genau, okay. Genau, grüne Chips werden jetzt einfach darauf gelegt und dann ist gut. Das heißt da und da. Und wahrscheinlich da und da. Und die da sind einfach nur Deko. Damit das so ein bisschen aussieht wie da drüben. Auch wenn das jetzt gelb und rot ist, aber... Dann kommst du bitte... dahin. So, du stellst bitte her grüne Chips. Du stellst bitte her grüne Chips. Kupfer kommt da irgendwo raus. Da hätte ich gerne ein ganz langes Rohr. So. Den gießt du noch da und da. Und Eisen kommt irgendwo. Es muss ja auch aus der Richtung kommen. Eisen kommt irgendwo von da. Geht dann hier hin und dahin. Und da können wir noch eine Pumpe dazwischen packen oder was auch immer. Ja, jetzt brauchen wir nur noch zwei entsprechende hiervon, die dann da hinten irgendwo rauskommen. Also das hier war jetzt Eisen. Eisen, 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 Eisen. Oh. Okay, unerwartet. Da wäre nämlich schon das Eisen. Eisen, Eisen. So. So. Ah, das ist Stahl. Stopp, 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 stopp. Dezenter Unterschied zwischen Eisen und Stahl. Da könnte ich abzwacken. Ja, okay. Da, 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 da. So, Eisen. Kommt, kommt ganz weit und ist hier angekommen. Schön, Kupfer. Kupfer braucht jetzt nochmal das da. So, Kupfer hier oben lang. Nimm, 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 nimm. Muss da irgendwo raus. Da. So, Kupfer war jetzt da oben. Komme ich jetzt nicht so super toll ran. Da. Da, da, da.
Machen wir hier einen Knick nach oben. Brauche ich ein längeres Rohr? Da, brauche vierer Rohr. Oh, noch fünfer, okay. Na, fünfer ist übertrieben. Mach vierer Rohr. Vierer Rohr runter. Das schon mal verbinden. Vierer Rohr hoch. Da hinten und dann da was abzwacken. Wird nicht so viel bekommen, weil die Pumpe alles wegsaugt, aber es sollte reichen. Ja, und jetzt müssten die da hinten schon anfangen, Chips auszuspucken, alles auf die Fließbänder zu packen und genau, fleißig am Arbeiten. Und die kriegen jetzt beide noch Speed-Module und dann kriegen wir tierisch schnell grüne Chips. Mit einem Crafting-Speed von 2,6. Im Gegensatz zu 3,1 noch was, was es vorher war. Oder 3,6 sogar? Weiß ich nicht. Aber trotzdem zusammengenommen sind es ja 5,2 und das ist schneller als alles, was vorher da war. Mit weniger Gewusel und weniger Rohstoffeinsatz. Und das ist sehr schön. Und es scheint sich schon fast zu staunen. Und du arbeitest nicht, weil du nicht schnell genug Eisen bekommst. Okay, haben wir noch irgendwo Pumpen? Viererpumpen sollten reichen. Bau mal Viererpumpen. Ja, du kriegst schneller alles ab und du nicht ganz so schnell. Aber es reicht ja vollkommen. Das ist das Wichtigste. Es soll ja nur versorgen. Es soll ja nicht einen riesen Überschwung hier machen und was weiß ich. Und auch die Kiste brauchen wir später gar nicht. Weil wenn es sich hier stauen sollte, staut es sich halt. Und alles, was wir an Ressourcen produzieren fürs System, kommt ja eigentlich hier hinten hin. Hier hinten kommt ja die Produktion an grünen Chips, roten Chips, blauen Chips für das System. Das hier ist ja nur für die Forschung gedacht gewesen. Und hellblaue Tränke stauen sich gerade noch und nöcher. Weil es halt an den lila Tränken mangelt, die ich im Inventar habe und nicht hier hinbringe. Da. So. 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 Ich hoffe mal, das reicht jetzt. Aber ja, sehr schön, dass es sich jetzt staut. Und das war in, keine Ahnung, 10, 15 Minuten hat sich das alles gesammelt. Ja, grüne Chips stauen sich hier jetzt nicht. Weil jetzt endlich mal grüne Ärmchen produziert werden können und keiner da unten was klaut oder nur wenige was klauen. Genau, du klaust noch. Dich könnten wir ja theoretisch jetzt von hier oben mit Kupfer und Eisen auch versorgen. Plastik bräuchtest du dann immer noch, aber das kannst du dir genauso von da holen. Was kostet ein roter Chip in der normalen Herstellung? 2 Eisenplatten, 5 Kupferplatten. Also 20 Eisen, 50 Kupfer. Was kostet es bei der flüssigen Herstellung da? Was? 18 Kupfer nur? Das wären 2 Platten. Das kann nicht stimmen. Doch, stimmt. Statt 5 Platten, 2 Platten. Also weniger als 2 Platten. Das ist irre praktisch. Und spart tierisch viel Kupfer. Ja, okay. Das werden wir auch machen. Das heißt, du brauchst jetzt... Erstmal kommst du kurz zum Halt. Die grüne Chip-Produktion brauchen wir für hier unten denn eigentlich nicht mehr. Das heißt, wir können das Fließband hier wegnehmen. Das heißt, die grünen Chips sind nur dazu da, die Ärmchen herzustellen. Sowohl die grünen als auch die blauen, als auch die grünen. Also die gelben, blauen und grünen. Muss aber dann nicht mehr runter. Gut, du musst weiterhin das abreichen, ja. Du stellst bitte rote her. Das heißt, du brauchst einmal von da Eis und von da Kupfer. Das könnte jetzt interessant werden, wie ich die Rohre lege, aber das ist das einzige Problem, was wir hier haben. Erstmal mache ich die Altlasten weg. Die nehme ich auch gerne mit. So. Dann machen wir hier
durchgehend das so, damit es schicker aussieht. Genau. Ärmchen da weg. Du kannst auch durchgehend. Du kannst auch wieder durchgehend. So. Gut. Staut sich alles da. So, Kupfer von oben. Wir müssen also Kupfer irgendwie da hinten hinbekommen. Das sollte machbar sein. Du machst einfach von hier einen runter. Ja, da wirst du nicht bauen können. Nee. Es wird gleich lustig aussehen. Du. Und das ist super langes Rohr. Nach da. Dann so. Dann nach oben. Nach da. Da dann hier rüber. Ich brauche mehr normale Rohre. Und dann auf der Höhe. Also da wieder runter. Und zwar mit... Ja, die reichen schon. Ich glaube sogar die da reichen schon, aber gut. So. Kupfer. Das war Kupfer. Jetzt kommt Eisen. Also wir haben jetzt nicht mehr das Problem, dass wir zigtausend Fließbänder haben, die alles lavalampenartig voll spammen. Sondern jetzt haben wir noch Rohre dazwischen. Yay. Wobei das halt primär unterirdisch ist. So, Eisen kommt jetzt irgendwo von da. Und zwar von genau der Höhe, wo das Fließband da ist, was nicht so schön ist. Darüber, darüber. 15 Türme schießen. Wo kommt ihr her? Achso, wahrscheinlich von der Basis. Ah, ihr kommt gleich auch noch dran. Also, Eisen von da nach da, von da nach da, von da nach da und dann darüber. Braucht mehr unterirdische Rohre. Gehst du von da bis nach da hinten? So, jetzt brauche ich wieder normale Rohre. So. Also erst die normalen Rohre, dann die unterirdischen Rohre, dann wieder normale Rohre. Noch mehr normale Rohre. Na komm. Genau. So, darunter bis hier. Und das klappt. Das ist sehr schön. Oh. Okay, Planänderung. Du musst von da nach da, von da nach da, von da nach da und von da nach da. Zack, zack. Eins. Bau noch eins. Sollte jetzt laufen. Du bekommst doch kein Plastik, weil ich den Arm auch weggenommen habe. Okay. Hapert am Eisen. Müssen wir irgendwo eine Pumpe zwischenschalten, ne? Das ist kein Problem. So, Pumpe da. Die hatte ich für irgendwas anderes gebaut. Ich weiß nur nicht mehr für was. Das ist keine gute Grundlage. Ja, nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Wir müssen mehr Eisen hier hinbekommen. Also folgen wir dem Rohr und packen da, wo auch immer wir gleich rauskommen, eine Pumpe zwischen. Hier. Pumpe. Pumpe. Hilft natürlich nichts, wenn hier nicht genug Eisen ist. Aber doch, es ist genug Eisen da. Es kommt... Was? Wo kommt dieses Eisen her? Es kommt nur von da. Nee, das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Wir haben da auch keinen Tank zwischen, kein gar nichts. Nee, das ist nicht schön. Wir brauchen die Versorgung des Westens nicht von da, sondern von dem Tank. Das heißt,
Du kommst weg. Du musst irgendwie nach oben. Das sind zu viele Angriffe, die schon an die Mauer rankommen in letzter Zeit. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Beißer das nicht gerade mochten, dass wir deren Basen zerstört haben. Also jetzt nicht vom RP her, sondern wirklich von der KI. Dass wenn man Basen zerstört, dass denn die Dingensrate sich erhöht, die Mutationsrate. So, das sollte jetzt schon eine wesentlich bessere Versorgung sein. Und dann noch eine Pumpe bitte. Auch eine relativ gute, die es denn hier rauszieht. Auch wenn ich es nicht schön finde, dass hier ein MK1-Tank ist. Mach mal ganz kurz die Pumpe da weg. Sorgt dafür, dass der Tank sich leert. Und dann, sobald er leer ist... Ja, der Tank wird dann darüber... Okay, sobald das leer ist, machen wir den weg und machen dann einen Dreier-Tank hin. So, wo bist du? Da. Raus mit dir. Also jetzt sollten die roten Chips durchgehend produziert werden. Das ist gut. Kupfer sammelt sich auch langsam wieder. Ist okay. Ja, ich denke, dann machen wir jetzt eine kleine Pause. Und in der nächsten Folge gucken wir, dass wir das hier hinbekommen, dass der Tank wegkommt, ein besserer Tank dahin geht. Dann gucken wir, was mit den roten Chips wirklich so gut funktioniert. Und dann machen wir die Produktion für die Roboter. Also grüne Chips, rote Chips, blaue Chips. Und mir fällt hoffentlich ein, was ich noch machen wollte, weil da waren richtig viele Sachen, die ich angehen wollte. Ein Item-Collector hier im Osten noch. Ich muss noch eine Basis zerstören, um noch Alien-Artefakte zu bekommen für die Power-Rüstung. Die panzerbrechende Munition muss ich gleich noch machen, aber anscheinend fehlt es noch an Science-Packs. Was nicht so schön ist, aber gut, bauen nochmal Science-Packs. Das gucken wir aber alles gleich. Bis denn.